nicht viel Erfreuliches hat die Fußballwoche bis jetzt für GC gebraucht. Schließlich hat Grasshoppers ja am Mittwoch im Göpp-Halbfinale gegen FCZ verloren. Lange Zeit gehabt, der Kopf zu hängen, hat Zürcher aber nicht. Schon heute ist es in der Meisterschaft weitergegangen. Und dort sollte aber gegen Lausanne so eine Art Wiedergutmachung möglich gewesen sein. Und das soll so bleiben, wenn es nach Murat Yakin geht. Das Heimteam kommt in den ersten 45 Minuten auf rund 60% Ballbesitz. Lausanne igelt sich hinten ein, versucht die Räume klein zu machen. Und das wiederum gelingt gut, weil Goetze kein probates Gegenmittel findet. Es geht rein gar nichts im Letzigrund. Diese Szene hier symptomatisch für die gesamte erste Halbzeit. Ein Hoch auf jeden einzelnen Fan, der sich das bei garstigen äußeren Bedingungen freiwillig antut. Noch rarer als Zuschauer auf den Tribünen sind Torszenen unten auf dem Rasen. Und doch liegt der Ball plötzlich im Tor. Bergström jubelt nur kurz, um dann mit aller Vehemenz sein Unverständnis gegenüber dem Offside-Pfiff kundzutun. Aber da kannst du noch so winken, viel klarer kann eine Abseitsstellung nicht sein. Drei GC-Akteure inklusive Bergström mit der 13 stehen offside. Fall erledigt, alles richtig gesehen und entschieden. Kurz vor dem Pausenpfiff dann noch ein Aufreger. Da erspielt sich doch GC tatsächlich noch eine valable Torchance. Jeffrey geblockt. Damit bleibt es zur Pause beim 0:0 und zwar beim 0:0 nach Toren und auch beim 0:0 nach Schüssen aufs Tor. Im Lausanner Notizblock könnte etwas stehen, ja, wir sind auf Kurs, gegen unseren Angstgegner einen Punkt zu holen. Lausanne beschränkt sich nur darauf, auf Fehler zu lauern. Fehler wie diesen hier. Margiotta geht dazwischen und lehnt das GC-Geschenk ab. Unglaublich aber wahr, es folgt gleich die nächste Strafraumszene, diesmal aber auf der anderen Seite. Juricci. Für Andersen, der versucht es mit List. Castella wehrt, GC setzt nach. Allerdings ohne durchschlagenden Erfolg. Aber immerhin, es läuft etwas in den ersten 5 Minuten nach Wiederanpfiff. Die Freude währt allerdings nur kurz. Danach heißt es wieder Bonjour, Tristesse. Ein Blick in Murat Yakins Gesicht sagt alles. Nach über 70 Spielminuten dann diese Szene. Andersen setzt sich durch. Findet Kodro, reflexartig jubelt der GC-Fan, nur um dann zu bemerken, dass Kodro nur ans statt ins Netz getroffen hat. Lausanne verweigert weiterhin jegliche Art, hier konstruktiv etwas zu einem Spiel beizutragen. Und doch ist es beinahe ein Lausanner, der ein Tor schießt. Alle Roscher mit dem Fast-Eigentor. Glück für Lausanne und seinen Captain. Weniger Glück hat dann in der 83. Minute Gizis Taipi. Er sieht gelb-rot. Als vorbelasteter Spieler sich zu einem solchen Techtelmechtel hinreißen zu lassen, ist ungeschickt, klar. Und trotzdem, das hier ist keine gelbe Karte, sondern nur Schauspielerei von Pasch, der immerhin auch gelb sieht. Taipi geht vorzeitig unter die Dusche und verpasst in der Folge gar nichts mehr. Es bleibt beim 0:0. Für Lausanne ist es der erste Punktgewinn im Jahr 2018. 0:0, ein Resultat ganz nach dem Geschmack der Torhüter. Für den Fußballfan bleibt die Erkenntnis, manchmal wäre ein Stromausfall gar nicht so schlimm. It's too late to apologize.